Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu Kurve Space Program. Wir wollen heute einen E-Starter designen. Also Lander, der wieder starten kann. Hoffentlich. Also das ist ja immer die Prämisse. Hoffentlich. Okay. Dazu wollen wir mal gucken. Moment, ich muss mal eben schauen. Wenn ich sowas habe und wenn ich nur mal um zu gucken, ich muss mal eben was gucken, was ausprobieren wieder. Wo ist denn hier der normale Tank? Hier. Nö. hier. So, das Ding. Und dann einen Terrier. So, nur mal so zum Gucken. Einfach mal, weil ich gerade neugierig bin. Was leistet das Ding? 1,7. Gut, Gewichtsverhältnis. 60 Kilonewton. Um 60. Also, nur mal, um euch mitzunehmen in meinem Gedankengang. Und zwar, ja gut, wir könnten was forschen. Wir könnten das hier und das hier mal freischalten vielleicht. Komm, wir forschen mal ein bisschen was. Wir haben haufenweise Punkte, wir forschen mal ein bisschen was. Wir forschen mal den Ionenantrieb. Weil da, den habe ich nämlich im Kopf tatsächlich. Aber der hat 2 Kilonewton. Das heißt, wir bräuchten 30 Stück von denen. Nö. 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 Aber gut. Das Problem ist, es wäre wahrscheinlich leichter trotzdem, oder? Ich weiß es nicht. Ist es nicht. Boah. Ich meine, er braucht halt Strom. Ah, 2 Kilonewton ist halt nix. Das ist halt echt. Ich meine, okay, er ist super effizient. Das heißt, wir könnten damit locker leicht irgendwas Winziges, also irgendeine Sonde oder sowas, wirklich was super Kleines oder so ein Satelliten oder sonst irgendwas, könnte man damit super einfach mal in Position bringen. Das wäre zum Beispiel machbar. Irgend so einen winzigen Satelliten, der einfach nur ein bisschen Signal weitergeben soll oder so, könnte man damit super in Position bringen, würde ich einfach mal sagen. Aber alles andere weiß ich nicht, wie sinnvoll das damit ist. Aber trotzdem will ich jetzt mal forschen. Was haben wir hier eigentlich noch? So, das ist das Zeug, das brauchen wir nicht. Okay. QBE von Protodobodyn. Das QBE ist das jüngste Ergebnis der Forschungsarbeiten von Protodobodyn auf dem Gebiet der Drohnenminiaturisierung. Boah. Trotz seiner geringen Größe ist diese Steuerungseinheit mit allen Funktionen ausgestaltet und unglaublich leicht. Die winzige Kapsel des QEB bedeutet, dass es keine internen Reaktionsräder unterbringen kann und seine Batteriekapazität im besten Fall als armselig eingestuft ist. Okay, das muss man dann trotzdem separat nochmal mitnehmen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen, hatten es viele Techniker ideal für solche Missionen. geeignet, bei denen eine Rückkehr nicht unbedingt erforderlich ist. Ja. Octo 2 vom Protodobotyn. Das Octo 2 ist eine wesentlich flachere Variante des ursprünglichen Octo. Diese neue Ausgabe des allgegenwärtigen achtseitigen Sondenkerns wurde mit einem wesentlich
fortschrittlicheren Steuerungssystem ausgestattet, verfügt aber nicht über eingebaute Reaktionsräder und benötigt mehr Energie für ihren Betrieb, auch im Ruhezustand. Ihre interne Batteriekapazität ist ebenfalls sehr begrenzt und soll eigentlich nur dafür sorgen, dass die LED-Anzeigen im Ruhezustand leuchten. Gut. Und die brauchen Strom ohne Ende im Ruhezustand, die LEDs. Schön. Ja, weiß nicht. Naja, wir nehmen es mal mit. Dann forschen wir halt trotzdem mal das Ding, einfach nur mal, um es zu haben. Ich weiß nicht. Ja, für später halt im Endeffekt. Also, ich hatte jetzt mit dem Gedanken gespielt, das vielleicht zu verwenden, aber man bräuchte ja da so dermaßen viel. Beziehungsweise müssen das, wir können das mal ausprobieren trotzdem, wie viel wir da brauchen, um ein positives Schubgewichtsverhältnis zu haben. Vielleicht gar nicht mal so viel, weil ich meine, das Gewicht ist ja dann weniger. Elektrisches Antriebssystem IX6315 Morgenröte. Durch den Ausstoß von ionisiertem Xenongas mittels einer kleinen Düse garantiert die Morgenröte einen unglaublich effizienten Antrieb, der allerdings einen hohen Energiebedarf erfordert und nur recht geringen Schub erzeugt. Laut der Vertriebsabteilung von ESP Electronics sind die Gerüchte über eine dunkle Magie, die hinter diesem Triebwerk stecken soll, zum größten Teil überzogen. Warum ja auch immer. Xenon-Behälter PBX150. Obwohl die meisten Mitarbeiter vom Rotorblick Xenon nicht mal aussprechen konnten, als man es ihnen beibringen wollte, fanden sie den Klang des Wortes alle super cool und waren der Meinung, dass man daraus unbedingt einen Treibstoff machen muss, egal was es kostet. Okay. Xenon-Behälter PBX750. Okay, das egal was es kostet. Ja, das haben wir schon. Xenon-Behälter PBX50R. Der X50R ist ein recht kleiner Xenon-Behälter, der von Technikern als idealer Treibstofftank für kleinere ionenbefeuerte Fahrzeuge und Beweis für die Fehlannahme des Einkaufs, kleinere Tanks würden zur Verbilligung des Sprits führen, gepriesen wird. Naja. Also ist ja klar, wenn der Klang kleiner ist, wird der Sprit nicht günstiger, du musst nur öfter tanken. Drohnenkern MK2. Oh, das ist mehr zum Lesen, deutlich mehr. Nach ausführlichen Forschungsarbeiten und Testläufen zur Verbesserung des Sicherheitsfaktors der MK2-Serie, die nächste Modulgeneration von C7 Aerospace darstellen sollte, waren es deren Techniker leid, ständig neue Rekruten als Testpiloten für ihre Prototypen anwerben zu müssen. Sie fassten den Entschluss, eine autonome KI dafür zu entwickeln, die diese Aufgabe genauso gut erledigen konnte, ohne währenddessen dauernd in Funkgerät brüllen zu müssen. Oh, ja, klar. Die reagiert auch ohne, dass man reinbrüllt, das stimmt. Man war hier allerdings geteilter Meinung. Einige warfen C7 vor, sich für eine langweilige Methode entschieden zu haben. Andere lobten die Firma für die Innovation. Und wieder andere verkrochen sich in Bunkern. Weil sie befürchteten, dass diese Einheiten irgendwann ein eigenes Bewusstsein entwickeln und sich gegen ihre Schöpfer wenden könnten. C7 weist übrigens vehement jede Verwicklung in alle bisherigen Unglücksfälle zurück, an denen KI-Systeme mit eigenem Bewusstsein beteiligt waren. Oh ja, das läuft auf Kurven. Komotron 8888. Oh. Darf man das in Deutschland sagen?
Ja. Nein, ich bin keiner, der irgendwie irgendwas damit eigentlich verbunden hätte, wenn ich es nicht von irgendwoher gehört hätte, tatsächlich. Also, das ist ja. Wie kommt man denn auf so einen Scheiß, bitteschön? Vollidioten. Ich kann doch auch sagen, dass die Zahl 1 nicht A ist, sondern dass die Zahl 1, was weiß ich, der Buchstabe Z ist. Zum Beispiel. Also, naja. Alles Auslegungssache. Oder A könnte ja eigentlich auch 0 sein. Oder man geht von der Tastaturbelegung aus und nimmt da den Code. Also, das ist ja, ne? Also, da kann ich alles in alles rein interpretieren im Endeffekt. Also, das ist, ach komm. Ne. Ne. ja. Denn seine Zeit ist lange abgelaufen und wir haben nichts damit zu tun. Fertig. So. Das war mal. Man muss mal aufpassen, dass man nicht in eine ähnliche Situation nochmal kommt. Fertig. Ende. Man muss es mal gehört haben, damit man es weiß, aber dann war es das meiner Meinung nach schon. Naja, egal. Was sind hier eigentlich diese Zahlen? Sagen mir diese Zahlen, was ich forschen soll oder so? 9 plus? Ach nee, das sagt nur, wie viele Teile das man bekommt, ja? Genau. Jo. Okay. Die Richtantenne. Kommutron 8888 ermöglicht über große Entfernungen eine deutlich stabilere Kommunikation als die Vorgängermodelle. Das liegt nicht zuletzt an dem patentierten einfahrbaren Paraboldesign, von dem unser Forscherteam noch immer steif und fest behauptet, dass es nicht von einem Regenschirm abgeschaut ist. Hey, cool. Stimmt. Klar, ein Regenschirm gibt eine super Antenne. Relais-Antenne RA100, eine Relais-Antenne mit Speicher- und Weiterleitungsfunktionen sowie fortschrittlichen Wegfindungsalgorithmen. Jo, schön. Nehmen wir mit. Wird geforscht. Bada boom, bada bang, bada bing. Im Besitz. Okay, was haben wir hier noch? Große Sonden, das haben wir schon ganz angeguckt. Was haben wir hier noch für Zeug? Akkukasten, Brennstoffzelle, ja. Radioisotop. Plutonium, alles klar. Okay. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich lasse das einfach mal noch offen. Ich meine, wir haben tausende Wissenschaftspunkte. Alles super, alles gut. So. Was wir jetzt wissen wollten. Weg damit. Können wir mit diesen Ionen-T werken? Also nur mal so zum Testen. Xenon. Oh Gott, das ist ganz schön teuer, das Ding hier. Wir nehmen mal die Wahl. Oh, das ist ja klein. Das ist größer. Okay, gut. Okay. Triebwerke. Morgenröte. Könnte man damit. So, die müssen. Oh, die müssen es. Oh. Oh nein. Ist das so rum richtig oder so rum? Ich glaube so rum, ne? Das sieht so rum richtiger aus als andersrum, wenn ich ehrlich sein darf. Ich muss mal kurz, Moment, ich muss mal kurz testen. Ich mache mal eben einfach nur ein bisschen Energie mit dran und dann testen wir das mal eben kurz auf der Startrampe, einfach nur mal um zu gucken, weil irgendwie ich weiß gerade gar nicht, in welche Richtung das Ding ran muss. Einfach nur mal um zu schauen, ob das jetzt so richtig ist oder nicht. Also, jetzt ist das Stromdingens unten. Ah, das Stromdingens muss unten sein. Okay, gut. Okay.
Aber es hat genügend Schub, um die Kapsel hier wenigstens zu bewegen. Also das ist schon mal interessant. Das ist beeindruckend. Juhu! Ibedaya, was machst du? Huch! Eva-Bericht. Hui! Juhu! Und? Nee, stellt sich nicht wieder auf. Oh, warte mal. Doch, wir können das vielleicht. Ah, cool. Nochmal? Ah, nee. Jetzt ist vorbei, ne? Ah, schade. Schade, jetzt ist vorbei. Ach so, stromleer wahrscheinlich. Jo, stromleer. zurücksetzen. So. Also, das ist so rum, stimmt's. Aber davon bräuchte man ja viel, viel mehr als nur so ein so ein Ding. Denn. Moment, warte mal. Vakuum. Ich meine, 15.000 ist schon ganz okay, aber 0,1! Das geht gar nicht. So, wir müssen da ein bisschen mehr dran setzen. Einfach nur mal zum Testen. Struktur. Hier haben wir noch was. Ach so, nee, das können wir da wieder nicht hinsetzen, wie wir wollen, oder? Das muss wieder da dran. Das okay. Das können wir überall hinsetzen. Gut. Dann nehmen wir sowas hier. Machen das mal klein. Klein, wie es irgendwie geht. Und machen davon mal. Moment. Einfach mal da ein paar hin zum Testen. War falsch. So. Na, komm. So. 0,45. Mit 48. Oh je, oh je. Oh je, oh je. Ich meine, ja, ist schon ganz, ganz okay, aber. Was haben wir denn hier für ein Gewicht? 3,8 Tonnen. Ja, das wäre eigentlich noch ganz okay, oder? Ich meine, klar, man müsste noch ein bisschen mehr Elektrizität mitnehmen. Wesentlich mehr. Naja, das war ja nur so mal so eine Idee. Weg, tschüss. Das war ja nur mal so eine Idee. Wir kümmern uns um das, was wir eigentlich vorhatten. Einen neuen Eve-Lander. Wenn ich noch wüsste, was alles dran muss. Oh je. Also, okay, ja. Gut. Gut. Im Vakuum. Wie viel? Wie war das nochmal? Wir hatten da, glaube ich, 1000 oder so. No. 2000 sogar. 2700. Okay. 2700. Ich will kein Risiko eingehen, tatsächlich. Deswegen nehme ich noch ein bisschen was mit. Ich weiß nicht, ob das immer die intelligenteste Variante ist, noch ein bisschen was mitzunehmen. Weil das halt unnötig Ballast eigentlich ist. Aber. Ja. So bin ich halt so ein bisschen. Also, man will ja nicht irgendwie ohne Sprit dastehen. Also. So. Also damit sollten wir. Damit sollten wir. 1,3. Wir haben sogar positives Schub-Gewichtsverhältnis im Weltall gemerkt. Das ist sehr gut. Damit sollten wir es irgendwie schaffen. Irgendwie. Wenn wir aus der Atmosphäre draußen sind, eine Umlaufbahn zu erreichen. Das sollte irgendwie möglich sein. So. Was wir mitnehmen müssen, ist Strom. Ein bisschen Strom. Wir brauchen auf jeden Fall eine Andockluke. Wir nehmen mal wieder die Junior, weil die haben wir an der anderen Luke auch dran und die passt hier so schön drauf. Okay. Gut. Nur das Landen, wie wir den Körbel dann
runterbekommen hier auf Körben. Müssen wir uns nochmal Gedanken machen, oder? Ja. Kommt später, würde ich sagen. Das kommt später, das ist alles gut. Okay. So. Dann. Wie geht's weiter? Was wollen wir denn als nächstes machen? Als nächstes. Wir müssen ja auf jeden Fall freilassen für Leiter, das ist mal klar. Wir brauchen aber auch ein bisschen Wissenschaftszeugs. Wenn wir auf Eve waren und die Daten von Eve gesammelt haben, könnten wir theoretisch, also nur mal so drüber nachgedacht, könnten wir theoretisch unsere Wissenschaftsgeräte alle einfach abwerfen. Dann war's das. Wir brauchen die ja nicht mehr. Wir könnten die einfach auf Eve zurücklassen. Wäre eine Idee. Nur mal so ein bisschen gesponnen. Okay. Wir bauen später so ein bisschen Zeugs dran. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass das Ding auf Eve überhaupt. Oh, nehmen wir. 12 war's. 12. Komm, 12. So. Erstmal gucken, dass das Ding auf Eve irgendwie ein bisschen wegkommt auch. Um alles andere kümmern wir uns erstmal später. Also erstmal das Ding bauen. So. Was ich auf jeden Fall möchte, wäre ein großes Reaktionsrad. Aber ich weiß nicht, ob ich das hier schon will oder ob ich dann lieber auf die einzelnen. Ja, ich glaube, ich mache wieder einfach nur 3 oder so auf die einzelnen Dingens drauf, oder? Dann haben wir halt ein bisschen mehr Gewicht beim Eintauchen, aber dann sprengen wir die einfach mit dem Hochfliegen nach und nach weg und dann müsste das hier oben vielleicht reichen, oder? Okay. Flügelchen brauchen wir auf jeden Fall zum Hochfliegen auch. Wir brauchen Flügelchen zum Eintauchen und zum Hochfliegen, das ist wichtig. Okay. So. Was wir jetzt auch erstmal brauchen, ist Sprit und ordentlich Wumms. Moment, wir müssen erstmal gucken, welches Triebwerk nehmen wir denn? Wir hatten, glaube ich, das Vektor, oder? Benutzt für das andere. 95. Wie groß ist dieses Vektorgerät? Das passt genau da dran. Das ist ja cool. Das passt genau da dran. Warte mal. Wenn wir da einen 12er Enkoppler drauf machen. Das funktioniert. Das ist genau dafür gedacht. Okay, perfekt. Gut. Okay. Also wir nehmen das Vektor. Und dann brauchen wir nochmal Sprit. Sprit. Was hier? Jetzt ist natürlich die Frage, wie mache ich das am besten? So. Umstellen. Meereshöhe auf Eve. So. Das kann nicht sein. Das glaube ich dir nicht. Ist das wirklich? Das hier hat 0. Wieso hat das 0? Das funktioniert auf Eve gar nicht, das Triebwerk. Oder wie? Ja, interessant. Sehr interessant, das funktioniert auf Eve also gar nicht. Das hier hat jetzt tatsächlich 2,07 mit 1200 Meter pro Sekunde dabei. Das ist ja ordentlich. Wir brauchen ungefähr 4000, glaube ich, für einen Orbit, aber wir müssen ein bisschen mehr mitnehmen. Ich glaube Richtung 5000 tatsächlich. Um 5000, glaube ich, tatsächlich. Aber wenn wir hier noch 2,7 haben auf... Das ist auf Meereshöhe. Ja. Dann können wir ja noch mal ein bisschen übertreiben.
weil das Ding ja ziemlich lang. Oh, okay. Okay. Das ist eher kontraproduktiv, das Ding einfach länger zu machen. Das bringt nichts. So. Oder vielleicht trotzdem einen, vielleicht einfach nur, statt zwei. Oder vielleicht ist das besser. Oh ja, ja. Aber wir können mal noch mal gucken. 400 waren das, das waren 500, 300 mehr. Ja, ja, okay, naja, gut. 300 mehr. Weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Machen wir es vielleicht besser trotzdem so. Und machen die dann außen rumrum. Rumrum, rumrum, rum. So. Die Kappler. Nehmen wir die hier. Nicht so viele. Erstmal nur zwei. Erstmal nur zwei. Warte mal, wo ist denn hier die Türe? Die Türe ist hier, ne? Das ist die Türe. Ja, genau. Vielleicht sollte ich das dann so anbauen. So. Okay. So, ich möchte jetzt das hier dann hier oben hin legen und hier mal den Treibstoff da rumpumpen. Nur mal um zu gucken. Ist es weniger geworden? Nee, es ist mehr geworden. Ungefähr trotzdem auch 1700. Jetzt muss doch einen Unterschied machen, ob ich die Teile wegspringe oder nicht. Das muss doch einen Unterschied machen, ob ich die Teile wegspringe oder ob ich die mitnehme bis nach ganz oben. Das irgendwie, da passt doch was nicht, oder? Mal. Oh. Hallo? Dran snappen. Wieso? Ich hole mir mal einen neuen Tank. Nö, auch der snappt nicht. Doch jetzt. Hier unten irgendwo. Da. Ah, da. Okay. Hat jetzt nicht so viel gebracht, ne? Und unsere... unser Schubgewichtsverhältnis geht nach unten. Ja, ordentlich. Okay, damit wird es dann nichts mehr. Das war aber auch irgendwie ein bisschen klar. Oh. Okay. Das ist ein bisschen überdimensioniert vielleicht. Haben wir denn so ein Hütchen, das so spitz zuläuft, das auch Treibstoff enthält? Nö, haben wir nicht, ne? Aerodynamisch. Ein Hütchen. Ein Hütchen. So. Ich weiß halt nicht, ob das gut ist oder nicht. Also ich verstehe halt nicht, wieso er das nicht irgendwie richtig rechnen kann. Rechnet er richtig? Ist das wirklich so wenig, dass wir da mehr bekommen? Wenn ich das hier wegmache, dann haben wir 1000. Nein, ja. Doch, das ist so. Das ist so. Okay. Okay, damit hätte ich jetzt ein bisschen mehr nicht gerechnet.
Da wir da ja schon in der Höhe sind dann tatsächlich, würde ich vielleicht trotzdem sagen, dass es geht. Weil ich glaube, wenn wir hier in einer Höhe sind von vielleicht 6 Kilometern, ich weiß es nicht, einfach nur mal zu gucken, dann haben wir 1, Moment, mal Treibstofftank, nochmal den 8er nochmal dran, 800er nochmal dran, dann haben wir immer noch 1,3. Ich denke, das ist in Ordnung trotzdem. Denn das wird als letztes weggesprengt, das ist, glaube ich, in Ordnung. So, dann als nächstes würde ich die einfach nochmal kopieren. Moment, warte mal, erstmal muss ich mal hier unten gucken. Ich setze hier unten mal einen Decoupler. Einen Decoupler. Einen solchen hier. Ist natürlich jetzt doof wegen der Berechnung, aber ich möchte mal eben gucken wegen dem Hitzeschild tatsächlich. Dieses hier, dieses wahnsinnig große Hitzeschild, wenn das hier aufgepumpt ist. Wie groß? Ja, okay. Ja, okay. Okay, weil ich möchte hier vielleicht ein bisschen freilassen. Warte mal. Hier vielleicht ein bisschen freilassen, dass wir hier die Leiter dann noch nach unten ziehen können. Deswegen würde ich da vielleicht das dann so anbringen. Oder so. Einfach so. Nochmal außen nochmal was dran. Nochmal einfach außen was dran. Und hier nochmal Schubdüsen dran. Denn die werden wir brauchen. Oh, das ist Wolfshund. Der ist im Weltall ganz gut, ne? Ja. Wie groß ist der? Der ist ein bisschen größer. Okay. Wo war der Vektor? Hier ist der Vektor. Nipp. So. Okay. Wie doof ist denn das jetzt alles? Das hier. Wir müssen das in eine separate Stufe bitte schön packen. Also. Genau, das kommt vor den. Das wird hier aktiviert. Das muss man hier mit reinschieben. Okay. 1,7. Okay, wir haben noch Potenzial. Also wir könnten noch Gewicht mitnehmen. Wir sind dann auf 1000, 2000, 2500. Okay. Wir können noch mal Gewicht mitnehmen. Dann kopieren wir das einfach mal und machen das hier weg. Braucht man nicht. So. 1,3. Ah, ja, okay. Das nochmal mitnehme und hier ransetze. Nicht schön. Aber eigentlich könnte ich nur mal zum Testen das so lassen. Mal 1,08. Ah, das ist halt sehr knapp. Das ist halt sehr knapp. Aber wir hätten dann 3400 ungefähr mit. 3400. Würden wir damit schon nach oben kommen, ist natürlich die Frage. Oh, warte mal, das sieht ja ganz bescheuert aus, was ich hier gebaut habe. Das ist zwar symmetrisch, aber das ist nicht. Nein! Das ist nicht, wie ich es haben wollte. Ah, so, vielleicht. Ja, so. Vielleicht so, dann machen wir das hier weg und machen dafür eine Gerade drauf. Ich weiß nicht, ob das was bringt, aber vielleicht, weil das ist was Großes. Ah, hier, das hier ist die Gerade, ne? So. So würde ich sagen. Damit könnten wir eigentlich schon einen Orbit schaffen, oder? Damit könnten wir eigentlich schon einen Orbit schaffen.
Also hoffe ich zumindest. Ich weiß es nicht. Aber könnte gehen. Ich möchte hier Flügelchen noch dran haben, tatsächlich. Hier unten. Den lumpigsten, lausigsten Flügel, den ich habe. Den lumpigsten, lausigsten... Oh, warte mal. Wo hat denn der das hingesetzt? Der sollte das eigentlich nicht da hinsetzen, sondern auf die andere Seite tatsächlich. Wenn ich das hier nochmal versuche, dann setzt es da... Okay. Ja, whatever. Okay, whatever. Egal. So, natürlich ein bisschen auf die gleiche Höhe vielleicht. So. Okay. Einfach nur, damit das Ding gerade bleibt. So, und dasselbe Spiel. Ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich zu viel werden. Jawohl, hier ist die Luke, hier müssen wir freilassen für die Leiter. Oh. So. So, glaube ich, ist das ganz okay. Gut. Wir haben letztes Mal gesehen, dass auf Eve das wahnsinnig schlimm ist mit den Boostern, dass die gerne gegen die Rakete knallen. Das ist schlecht. Deswegen müssen wir da noch was ranbauen. Okay. Deswegen müssen wir da noch was ranbauen. Also in der Hoffnung, dass es was bringt. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Wie rum muss ich denn wieder drehen? So. Natürlich so rum. Puh, wie viel mache ich denn ran? 3? Wird das reichen? Oh, das ist ja falsch rum, was ich hier mache, ne? Wieso hat es die nicht gedreht? Jetzt. Shit, warte mal, wir haben ja dann... Oh! Ah, warte mal. Das ist nicht die beste Idee, so viel dran zu machen. Wir brauchen die links und rechts. Das ist wichtig. Das ist wichtig, die links und rechts zu haben. Das andere macht ja gar keinen Sinn mehr. Das ist falsch rum, so wäre es richtig rum. Und zwar ungefähr auf der gleichen Höhe. So vielleicht. Oder? Dann kopieren wir mal den hier, weil ich glaube, der passt dann hier, genau. So. Es ist einfach da schön wegfliegt. Okay. Gut. Okay. Oh je. Das sind die einzelnen Dingens hier. Oh je, oh je. Das wird richtig kompliziert. Okay. Also. Also die beiden zusammen und die beiden zusammen. So. Dann haben wir hier. Was? Das ist wo? Das ist hier?
Sie müsste dann da sein, oder? Ja. Sieht gut aus. Okay. So, und dann müssen wir den anderen, den hier, müssen wir dann dahin setzen. Okay. Gut, dann haben wir das schon mal. Oh Gott. Boah, Mann, das ist ja schlimm. Genau, ich habe nur 3 Triebwerke. 1,08. Gucken. Okay. Es dauert halt wahnsinnig lange, bis wir da ein bisschen an Höhe gewinnen. Boah. Ich wäre dazu geneigt, zum Start noch irgendwas Kleines mit dran zu nehmen. Irgendeinen Booster vielleicht tatsächlich, einen richtigen Booster, den wir dann einfach ganz schnell loswerden. Wäre ich tatsächlich ein bisschen geneigt dazu. Triebwerke. Irgendwas, das uns ein bisschen so beim Kick-Off so ein bisschen unterstützt. Also irgendwas Kleines. Also wirklich was. Okay, das wird aber halt nichts bringen, ne? Weil das halt viel zu. Naja, wobei. Wir brauchen ja wirklich nur was für die ersten Sekunden. Um ein bisschen hochzukommen. Um ein bisschen mehr Schub zu haben. Vielleicht würde das tatsächlich das Problem erstmal lösen. Wenn wir hier so einen kleinen Hammer einfach mitnehmen. So einen winzigen Booster, den wir schon von Anfang an tatsächlich haben. Vielleicht. Gut. Dann können wir auch den dann, an den dann auch die Landebeine dran machen. Ich hätte das nicht wegnehmen sollen. Dann einfach nur verschieben. Das machen wir mal eben verschieben. So. Und dann machen wir da einfach die Landebeine dran. Dann kommen wir die ziemlich schnell los. Dann passt das auch, oder? Okay. Also. Zünden wir alle miteinander. Das ist das Zeug. Das muss auch miteinander ran. Das hier kommt ganz nach unten. Okay. Die zünden wir damit. Okay. Okay, das Schubgewichtsverhältnis ist tatsächlich schlechter geworden. Das ist ja interessant. Ja, dann nehmen wir die nicht mit. Wenn das Schubgewichtsverhältnis dadurch schlechter wird, das ist ja mal interessant. Okay, das ist natürlich dann Schwachsinn. Dann können wir einen Booster eigentlich gar nicht brauchen. Dann brauchen wir aber was anderes vielleicht. Oder? Ich weiß halt nicht. Andererseits 300 Meter pro Sekunde. Ach, was
willst. Was soll's? Wird schon passen. Wird schon gehen? 300 Meter Bosse. Ich weiß ja nicht. Wird schon gehen. Wird schon funktionieren. Ich hoffe es einfach. Oh Gott. Es wird so schief gehen. Wie immer. Oh Mann. So, was haben wir hier noch? Achso, das sind die Separatoren, genau. Okay. Gut. Was noch? Wir haben Flügelchen, wir haben Treibstoff. Ich wollte das Schubgewicht ein bisschen erhöhen, aber es bringt halt nichts. Weil es eher schlechter wird. Da besser, wenn ich die mitnehme. Okay. Ansonsten. Haben wir dann alles gemacht? Ach ja, genau, warte mal. Wir wollten ja erstmal noch hier so Separatoren noch dran bauen. So rum, genau. Ich verschiebe die alle mal so ein bisschen, vielleicht. Damit die einrasten. Na komm. Damit die auf jeden Fall auf der gleichen Höhe sind. Und es dann nicht irgendwie zu Problemen kommt. In der Hoffnung zumindest. So. So, ne, passt natürlich nicht, ja. So muss das. So, dass die alle so in der gleichen Höhe sind, an der gleichen Position. Okay. Jetzt müssen wir das Ganze nochmal stagen. Das hier ist natürlich alles Quatsch, das ist alles Schwachsinn. Also, dann müssen die hier weggesprengt werden. Und mit diesen müssen dann auch natürlich die richtigen Separatoren zünden. Warte mal, das ist die Stage. Da müssen die äußeren dran, ist ja klar. Wo sind die denn? Die nicht. Und diese hier. Und diese hier. Und hier oben kommen dann die anderen ran. Nur ist die Frage, wo hast du die hin verschoben? Die sind hier. Okay, ja. Ja. Okay. So. Aber warte mal. Eigentlich, das außen sind ja nur Tanks. Eigentlich, das heißt ja, wenn das hier, wenn der Tank durch ist, dann ist ja auch gleichzeitig der Tank durch. Oder? Oder ich könnte natürlich auch eine Leitung vielleicht legen von da nach da. Würde das gehen? Warte mal. Würde das gehen, wenn ich die Leitung hier nehme? Oh nee. Eins. Wenn ich die Leitung hier nehme. Na, da geht's jedenfalls nicht, weil ich da nicht durchkomme, aber hier vielleicht. Das geht. Also dann wird der hier zuerst leer. Welchen habe ich denn zuerst? Tatsächlich den. Gut. Wird der zuerst leer, dann wird der leer. Weil das vielleicht nicht so klug ist, oder? Ich weiß nicht. Eigentlich müsste es dann noch immer ausbalanciert sein. Ich lasse es einfach mal so. Man kann es ja versuchen. Man kann es ja dann trotzdem wieder zusammenschieben. In eine Stage oder... Nee, dann funktioniert das mit dem Ding jetzt hier aber nicht. Egal. Wir versuchen es einfach so.
Wir versuchen es einfach mal so, es wird schon passen. So. Genau, dann das Zeug weg, dann das Zeug weg, dann hier weg, dann haben wir hier noch ordentlich was dabei. Okay, gut. Und wir haben insgesamt jetzt dabei 700, 1200, 3400 etwa. 3400 in etwa. Und hier haben wir nochmal, Moment, Vakuum, denn ich möchte, dass das. Hier haben wir dann nochmal 3400 mit. Also haben wir. Das geht. Ich hoffe, reicht. Ich hoffe, das reicht. Ich meine, wir haben gesehen, wie hoch wir mit der letzten Rakete gekommen sind. Das war jetzt nicht so berauschend. Noch mehr? Vielleicht? Einfach mehr? Vielleicht einfach noch mehr? Vielleicht einfach trotzdem noch mehr. Puh. Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was richtig ist. Das Problem ist halt, dass dieser Eve. Oder warte mal, wenn die zusammen kollidieren, ist das dann schlecht? Ich glaube, das ist schlecht. Das Problem ist jetzt mit diesen komischen Leitungen, die ich jetzt verlegt habe, dass das doof ist. Die Leitung ist trotzdem doof. Okay. Wo ist denn jetzt welche Leitung angeschlossen überhaupt? Von da geht's da rein und dann geht's von hier da rein. Da. Okay. Also sonst ist das doof, sonst muss ich wieder wahnsinnig umbasteln und so. Gut. Das mit dem Einsnappen, das ist echt nicht so schön. So. Jetzt. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein positives Schubgewichtsverhältnis, das wesentlich schöner vielleicht aussieht. Wir haben zwar insgesamt nicht so, nicht unbedingt mehr Schub, würde ich sagen, aber, also, aber wir haben die Möglichkeit, dass wir vielleicht ein bisschen schöner rauskommen, oder? Moment, warte mal. Genau, Eve, mehr ist wir. 800. Ja, ein bisschen mehr haben wir. 800. 1300. 2, 4, 5. Wie sieht es im Vakuum aus? Nur so Spaß ist. Könnte gehen. Könnte gehen, könnte gehen, könnte gehen. Ich glaube, es könnte gehen. Das beruhigt einfach nur für. Ja, es ist halt wahnsinnig schwer, das Ding, aber es muss, glaube ich, sein. Ich glaube, es muss so sein. Ich glaube, es muss so sein. So. Ein paar Landebeine. Wir sprengen die trotzdem mit ab, glaube ich. Die Landebeine. Wir sprengen die trotzdem damit ab, weil ich glaube, dass das was gebracht hat. Ich bin mir nicht sicher. Und irgendwie macht er die Symmetrie wieder komisch, oder?
Das ist doof, wenn man auf die Rückseite schlecht hingucken kann. Na, ja, es scheint aber trotzdem so. Gut. War nur gerade eben kurz so wahrscheinlich. So, dann da ein Landebein dran. Wir lassen alles zurück, was wir nicht unbedingt brauchen. Wir könnten so Forschungslabore mitnehmen und die dann einfach auf der Oberfläche droppen. Dann nehmen wir die auch nicht mit. Oder? Den Koppler. Ah, warte mal. Ja. Ja. Aber machen wir erstmal das fertig, oder? Wir machen erstmal das hier fertig und dann kümmern wir uns um das andere. Also Landebeine. Boden. Die teuersten Landebeine. Was sind die teuersten Landebeine? 440. Ja, die 440er sind die teuersten. Gut, wir nehmen die teuersten. Ist ganz klar, weil alles andere weiß ich nicht, ob standhält auf Eve. So. Das ist auf jeden Fall unterhalb vom Triebwerk. Gut. Und wir lassen die natürlich wieder dann so einrasten. Huch, so nicht. So, ich denke, wir brauchen noch ein bisschen mehr. Huch. Oh, das ist sowieso doof, was ich hier gemacht habe. Moment, ich muss mal das weggehen. Ja. Nochmal das teuerste Landebein, 440. So, ist das jetzt richtig dran? Jetzt ist es richtig dran. Wir können sie ja noch so nach unten schieben. So, dann ist das schon mal eingerastet tatsächlich. So dran, ne? Ja, und das hier ist näher an der Seite. So. Okay, haben wir dann genügend dran? Ich meine, das ist rundherum schön verteilt. Okay, gut, dann einrasten. Hallo? Wieso ist das hier so komisch wieder? Wieso sieht das hier... Achso, weil es hier überall so komisch aussieht. Okay, ja, was soll's. Was soll's. Wird schon halten. Wird schon halten. Ich glaube, das hat keinen Einfluss auf die Haltbarkeit, wie wenig das dran ist. Also in Real Life natürlich schon, aber hier auf Kurbeln, glaube ich, ist das egal. Also bei Kerbal Space Program, glaube ich, ist das egal, wie wenig das dran hängt. So, jetzt müsste alles ungefähr auf der gleichen Höhe sein, oder sollte eigentlich alles auf der gleichen Höhe sein. Gut, dann haben wir die Landebeine. Die, sind die alle in der gleichen Gruppe? Nein, sind sie nicht. Nein, sind sie nicht. Nein, sind sie nicht. Okay, sind dann jetzt alle in der gleichen Gruppe. Also, es geht mit denen los, dann nach die andere Seite. Na, warte mal, hier, die gehören ja zusammen, ne? Also der hier ist ja auch drin, oder? Der hier. Der hier. Ja, ja. Ja und ja. Ich glaube, es sind alle drin, oder? Ich glaube, es sind jetzt hier alle in der 8. Stage tatsächlich. Okay. Gut. Dann hängen wir da unten dran. Ja, einfach nochmal die Kappler dran. Ja. Hier so. Hier so die Kappler. Und dann machen wir hier so ein Science.
Was hier? Oder das ist doch das Ding. Ja. So, das haben wir nämlich noch. Nicht. Oh Gott. Das da dran zu snippen, ne? Das ist so furchtbar. So. Okay. Okay, dann kommen wir da auch von unten dran tatsächlich und können dann die Wissenschaft da rausholen und die mit nach oben tragen und dann, wunderbar. Okay, so. Leitern. Vielleicht springe ich die tatsächlich diesmal mit ab, oder? Bringe ich die diesmal tatsächlich einfach mit ab. Die Leiter. Wo ist der jetzt rein? Wo hat es mir den hingesetzt? Das hier ist er. Also, wenn wir die Beine nicht mehr brauchen, dann brauchen wir auch die Leiter nicht mehr. So, tschüss. Okay, dann Leitern. Okay, das hängt dran. So. Dann haben wir hier ein Leitermodul. Das können wir von oben nach unten komplett einfach so durchziehen, oder? Okay, und hier unten brauchen wir dann nochmal eine ausfahrbare Leiter, sonst kommen wir da nicht hoch. Ja, die ist auf jeden Fall lang genug. Kann ich die da vielleicht sogar mit dran bauen? Dann kann ich die auch loswerden. Irgendwie dann doch nicht, ne? Wo ist die jetzt dran gebaut? Die ist jetzt da dran gebaut, ne? Warte mal. Wieso ist die so rum? Ich will die so rum haben. Bitteschön, dankeschön. So. Jetzt so. Würde das gehen? Ja, so jedenfalls macht es wenig Sinn. So, jetzt muss man mal gucken, wenn ich den hier verschiebe, hängt das dann da dran? Ja, das hängt da dran. Okay, gut. Gut, 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 gut. Ja, was soll's. So, hier oben habe ich ein bisschen Bedenken, dass es funktioniert. Deswegen würde ich den hier vielleicht mal so ein bisschen da reinsetzen wollen. Oh, warte mal, so ein bisschen da reinsetzen wollen, nicht ganz so extrem. So vielleicht. Und vielleicht sogar ein bisschen drehen. So. So vielleicht, oder? Ich teste das mal eben. Wir machen mal das hier mal eben weg. Oder warte mal. Ähm,
müssen natürlich miteinander kommen, damit das Ganze funktioniert. Und die sollten vorher kommen. So. Das Ding mache ich mal eben kurz weg. Wir starten mal kurz. Moment, warte mal. Cavelander MK2. So, testen. Ob die Leiter funktioniert. Oh Gott, eine Stunde. Ich bastel schon eine Stunde an den scheiß Ding rum. Oh je. Ja, ich teste mal eben die Leiter. Und dann basteln wir beim nächsten Mal weiter. Das ist ja so. Das ist ja so. Warte mal. Eva? Ja, okay. Okay. Er hängt da ein bisschen. Raufwärts geht's aber. Runterwärts hängt er ein bisschen. Wenn's mal geht, dann geht's anscheinend. Ja, wenn's mal geht, dann geht's. Okay. Ich glaube, ich kann damit leben. Hier kommen wir schön nach unten. Das funktioniert. Ich muss mal das Ding hier ausmachen. Wir schön nach unten, das funktioniert. Da unten funktioniert das auch. Es sieht sehr gut aus. Wir kommen da nach unten. Gut. Können wir hier rumlaufen. Wir kommen da auch dran, würde ich sagen. Ja. Okay. Gut. Greifen und wieder nach oben, nur mal zu testen, ob das wirklich funktioniert, ob das alles super ist. Ja. Oh Gott, das Ding ist einfach riesig. Aber ich glaube, wir brauchen das. Es sieht gut aus. Es sieht sehr gut aus. Ich glaube, das war die beste Idee ever, die so zu bauen. Dann haben wir das erspart, so 1000. Huch. Man kann mit F nochmal klettern. Interessant. Und tschüss. Aua. So, zurücksetzen auf Fahrzeugbau. Wir sind lange noch nicht fertig. Ich sage Dankeschön fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Oh Gott. Ja, eine reine Baufolge. Schade drum. Aber gut, was soll's? Leiter ist schon mal dran. Drum haben wir noch nicht so besonders viel, aber... Das wird noch werden. Okay, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut.